Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ja, wir spielen Resident Evil Revelations. Warte mal, ich muss mich mal hier positionieren, ja, dass ich ordentlich spielen kann. Okay. Es ist übrigens jetzt der zweite Anlauf, weil den ersten Anlauf, den habe ich verkackt. Den habe ich nämlich auf höllisch probiert. Naja, und da würde ich ewig dran sitzen. Deswegen ist das jetzt nochmal neu auf, weil ich das nochmal neu aufnehmen und erst diesmal auf normal machen wir es diesmal. Wie eine ordentliche, mit einer leichten Herausforderung. Wir wollen schon eine ordentliche Herausforderung. Also, was soll's. Wir spielen jetzt einfach mal Resident Evil, weil ich mal was anderes spielen will, neben als immer nur dieselben Rollenspiele, die ich sonst immer spiele. Das dient einfach mal zur Abwechslung hier auf dem Kanal. Gut, ich habe ja als Abwechslung ja schon Dead Space und so weiter, aber da ich jetzt sowieso nur noch das mache, worauf ich gerade Bock habe, gibt es ja halt mit Resident Evil. Punkt. Hey, Jill! Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie genau hier auf diesem Schiff. Genau auf diesem Schiff. Ich hoffe, dass soundtechnisch alles passt. Ich werde mal der sicherheitshalber den Sound ein bisschen runterdrehen. Weil ich möchte nicht, dass es übertönt wird oder so ähnlich. Oder dass das Spiel zu laut ist oder so. Oder ich zu laut. Naja, wir versuchen es das Ganze jetzt nochmal auf normal, wie gesagt. Ich hab's im ersten Lauf habe ich es auf höllisch probiert. Bin schon bei den ersten Monstern gescheitert, habe aber schon nachgeguckt, dass man. Auf jeden Fall hat man auf dem Schwierigkeitsgrad höllisch definitiv keine Ruhe. Da wimmelt es nur so von Viechtern, ne? Deswegen, machen wir das Ganze einfach jetzt auf normal nochmal. Das klingt gar nicht gut. Und da ich gemerkt habe, auf normal komme ich wenigstens einigermaßen klar. Dann wollen wir doch einfach mal loslegen. Und es wird kein 100% Run vorweg. Es wird einfach nur ein einfaches Durchspielen. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal den höllisch Run, aber wenn ich ausrüstungstechnisch besser geworden bin und so weiter. Weil ich habe nämlich gesehen, dass Leute den Run gemacht haben, da hatten die schon am Anfang Schrotflinte oder so. Das hatte ich hier definitiv nicht. Ich hatte zum Anfang bloß die Pistole hier und auch nur ein kleines Magazin. Das reicht definitiv nicht aus. Es riecht nach Verwesung. Und vor allem braucht es natürlich auch noch einiges an anderen Sachen, um quasi
voranzukommen hier auf Höllisch. Und Höllisch ist auf jeden Fall definitiv, da brauchst du mehr bessere Ausrüstung, um da zurechtzukommen. Weil mit einer einfachen Pistole schaffst du das definitiv nicht hier. Ich glaube nicht, dass ihr allein seid. Aber da es mir, wie gesagt, nur um die Story geht, ist das, denke ich mal, erstmal egal. So ein höllisch Run kann ich mal als Herausforderung auch mal später nochmal probieren. Naja, was soll's. Ach ja, das müsste ich eigentlich wissen. Ich habe das ja nicht so. Ich spiele das ja nicht zum ersten Mal. Da tropft Blut aus den Rohren. Gucken wir mal rum. Wir machen das Ganze hier ein bisschen flott. Partlänge wird natürlich wie immer sein. Ganz normal. 15 Minuten, 15, 20 Minuten. Ist jetzt gerade so ein bisschen verkrampft hier. Das ist, weil das Blöde hier platziert ist, das Mikrofon gerade. Das muss ich nochmal für Wii anpassen. Und übrigens benutze ich den Dings hier, den das Wii U Gamepad. Aber hab ich gar nicht erwähnt, das ist mein erstes Wii U Let's Play. Ihr werdet quasi bloß das Spiel an sich sehen und vielleicht ab und zu mal diesen, die Waffen, die Munitionsanzeige da unten. Die Karte und so weiter, die man noch machen kann. Zum Beispiel so werdet ihr nicht sehen, weil oder so. Weil das einfach. Nee, weil das. Ich finde es ein bisschen störend. Deswegen. Das Wichtigste, was ich brauche, ist auf dem Gamepad hier Waffen. Das ganze Waffenmenü und die Karte und so weiter. Ist alles auf meinem Gamepad. Dann kann ich hier. Also, wenn mal meine Stimme ein bisschen dumpf oder komisch klingt, dann liegt das halt, weil ich immer mal aufs Gamepad gucke. Oh. Also nicht wundern. Ich werde mich auch nicht groß weiter umschauen, sondern ich werde einfach nur rumrennen und dann halt der Story nachgehen. Ein grünes Kraut. So, rein hier. Und natürlich wird der Kommentarstil natürlich so bleiben, wie er halt jetzt auch im Grunde war. Also quasi spielbezogen und nicht irgendwas daher gelabere, wie gerade. Zum Anfang des Projekts kann es natürlich mal sein, dass man das noch ein bisschen erklärt, aber sonst. So wirklich. Ist kurz geschlossen. Viel wird es da nicht geben. Das wird einfach nur spielbezogen sein, dass ich. So wenig wie bei Dead Space, könnt ihr euch das jetzt hier vorstellen. Hier läuft der Strom noch. Ja, hier läuft der Strom noch. Sehr schön. Ich muss gerade selber mal ein bisschen gucken. Und es ist übrigens, wie gesagt, blind. Ich habe nur eine Demo mal gespielt gehabt und mehr hatte ich ja wohl nie gespielt. Also das volle Spiel hatte ich nie gespielt. Ich hatte auf dem 3DS hatte ich es nie. Und werde es mir wahrscheinlich auch leider nicht mehr besorgen können. Bestimmt schon, aber dazu ist es mir einfach momentan zu teuer. Und an der Wii U, beziehungsweise an den anderen Konsolen, sage ich jetzt mal, habe ich auch nie gespielt. Und zum Beispiel an der PlayStation 3 oder so ähnlich, da habe ich auch bloß die Demo gespielt. Und dann in der Xbox habe ich die Demo gespielt, an der PlayStation 3, an der Wii U hatte ich die Demo gespielt. Ich hatte die Demo eigentlich fast überall gespielt, sogar am PC habe ich die Demo mal gespielt. Da gefällt mir die Steuerung aber überhaupt nicht. Mit Maus und Tastatur. Ich weiß, man kann mit Gamepad spielen und so weiter, aber das. Da habe ich nicht Lust, mich damit zu befassen. Ja, das sehe ich mir gleich an. Ich gucke mich erstmal nach hier oben. Ja, hier geht's. Momentan gibt's nichts weiter. So, wollen wir mal gucken. Parker, hilf mir hier mal. Naja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es wird halt so ablaufen wie jedes andere Let's Play auch. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt?
Warte mal kurz. Es ist also nicht Chris. Nee, Chris sieht, glaube ich, anders aus. Mein Problem ist noch das Ziel, ist bei mir noch das große Problem. Also ich habe Probleme mit den Zielen hier, will ich mal vorweg dazu sagen. Also nicht wundern, wenn ich mal sehr oft daneben treffe. Zack! Na, lebst du noch? Bist fertig. Ja, ich erzähle gleich noch mal ein bisschen was. Ein bisschen was muss ich noch erzählen, das ist noch zum Anfang des Projekts, da muss noch ein bisschen erzählt werden. Also ich persönlich mag das Spiel wirklich sehr. Muss ich mal dazu sagen. Ich kenne aber auch Leute, die mögen es nicht so, aber in die Tiefe. Ja. Wie gesagt, es gibt Leute, die mögen es nicht. Es gibt Leute, die mögen es. Also ich gehöre zu denen, die es mögen. Aber naja. Ach, okay, ich muss drücken. Naja, wie gesagt, man kann es ja nicht allen recht machen. Ich mache das hier aber auch, weil ich spiele das Spiel ja, weil ich Lust dazu habe und nicht, weil andere das sehen wollen. Und ich meine, die es nicht sehen wollen, die müssen sich ja das Video nicht angucken. Punkt. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bio-Angriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Das war eine Lüge. Wir haben 2015. Wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Vorweg, das war nur ein Witz, Leute. Nicht, dass Leute jetzt hier schreiben, das Spiel spielt ja auch in der Vergangenheit, das spielt ja im Jahr 2015, 5 und so weiter. Ich weiß, dass das Spiel im Jahr 2005 spielt. Das war bloß ein Witz, den ich einbringen will. Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Wollte.
Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FPC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten die Dings nicht abgebrochen. Ist noch alles, die Konstruktion ist jetzt wieder ein bisschen scheiße. Also ich habe das wieder neu konstruiert hier und alles noch ein bisschen scheiße. Zumindest für so ein großes Gamepad. Genesis oder so. So heißt sie doch. Genesis. Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Mach ich. Ey, was ist das für ein Vollhorst? Was ist das für ein Horst? Also, und mit sowas musst du hier zusammenarbeiten? Entschuldigung, aber. Genesis Handbuch. Gibt's irgendwas Wichtiges, was ich wissen müsste? Also ich weiß, dass Genesis. Ja, ich habe übrigens die deutsche Synchro eingestellt. Für die Leute, die das wissen müssen, wir wollen, die sich wundert haben. Ich spiele mit der deutschen Synchro hier, weil das einfach, finde ich. Naja, da ich sowieso zu faul zum Lesen bin, bzw. zum Zuhören, deswegen. Lass ich einfach deutsche Synchro. Ich weiß, dass die deutsche Synchro nicht die beste ist. Aber. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Wie gesagt, ich weiß, dass die deutsche Synchro nicht die beste ist, aber. Naja, ich. Wie gesagt, es hat halt seine Gründe. Gibt hier noch irgendwas? Da hinten gibt es noch eine Munition. Wie sagt man so schön, man kann immer Munition gebrauchen. Wobei hier Munition zu sammeln macht irgendwie aber auch irgendwo recht wenig Sinn. Wir werden bald sehen, warum. Jetzt müssen wir erstmal hier alles auf 100% suchen. Metall entdeckt, genau. Da ist was drin. Ja, das wollen wir gleich mal rausholen. Wie gesagt, ich kann es den Leuten nicht recht machen, die das Spiel nicht mögen und die oder die halt die deutsche Synchro nicht mögen, aber da das ja mein Let's Play ist, entscheide ich auch, wie das abläuft. Das sollte jedem einfach mal im Klaren sein. Eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Okay, ich führe damit ein paar Tests durch, genau. Und ich entscheide übrigens auch, was auf meinem Kanal so abgeht. Was so kommt und was für Videos kommen. Also. Ist das schon ein Jahr her? Hier kann ich irgendwas nachgucken. Gab es irgendwo einen Handabdruck, das weiß ich. Oder war das? Nee, das war woanders. Das war hier hinten. Warte mal. Wie gesagt, für die Leute, die meinen, du startest zu viele Projekte, bla bla bla. Wie gesagt, ich entscheide hier, was läuft und was nicht. Also von daher. Ja, hier ist noch was zum Nachprüfen. Hier zum Beispiel, wir haben ja 60 Munitions. 60 Patronen passen hier rein, zum Beispiel. Um nochmal auf das Höllisch zurückzukommen. Oh, ich bin schon bei 20 Minuten. Scheiße. Oh, der bewegt sich gleich. Warte mal. Ich mache jetzt kurz einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Und da erzähle ich nochmal ein bisschen was drüber, was ich gerade erzählt habe.